Hallo und herzlich willkommen und let the battle begin bei The Wolves Challenge. Ja, wir sind heute zu sechst. Ja. Philipp ist dabei. Hallo Philipp. Der Martin ist dabei. Hi. Der Mattes ist dabei. Hi. Der Sebastian ist dabei. Hi. Und der Fabi ist dabei. Ich war als letzter. Ja, Pech gehabt. So, ja, wir haben zwei Teams. Ja. Einmal das Forschungszentrum Wolzig. Das wird vom Sebastian angeführt, der nimmt das auf. Und dann haben wir, Philipp darf das jetzt einmal vorlesen. Im Conseil dein Leben voller Recherchen Claire. Das nehme ich auf. Kurz, tja. So, und damit das jetzt nicht zu arg langweilig wird, hat jedes Team eine Kiste mit einem Blümchen und so ein bisschen anderem Scheiß. Wer hat dich Schwert ange... Achso, ja. Jeder nimmt ein Bett, jeder nimmt eine Torch bei mir, Brot. Wer nimmt die Öfen? Nimm die Blume. Nimm die Blume und dann darf Sebastian uns einmal in unsere Gruppen verteilen. Ja. Okay, das könnte ich auch machen, aber... Ja, dann's, ja. Du kannst es meinetwegen auch machen, aber mir ist das jetzt egal. Das heißt, ab jetzt hören wir nur noch die drei aus dem Team. Genau. Hoffe ich. Viel Erfolg. Viel Spaß. Bis irgendwann. Und sterb nicht zu früh. Der Philipp macht jetzt mal hier unseren Speer. Channel switched. User was moved to your channel. User was moved. So, jetzt sind wir unter uns. Alles klar, in welche Richtung gehen wir? Das Zeug haben wir dabei alles. Ja, ja. Wo sind die anderen hingelaufen? Ich glaube, die anderen sind nach dort gelaufen. Ja, dann rennen wir in die entgegengesetzte Richtung. Ja, also quasi so nach Süden, ja? Ja. Also ich habe gesehen, auf der Rückseite von diesem Sandding, was man da hinten sieht. Ja. Das ist quasi von der Rückseite hohl. Okay. Das könnte ganz interessant zu wissen sein. Ja. Ist Mattes eingepegelt? Mattes ist bei mir eingepegelt, genau. Sehr schön. So. Die Schafe nehmen wir mit, ja? Willst du Schafe umbringen? Nee, lass sie leben. Wollt ihr sie umbringen, okay? Ja, zumindest ein paar. Wir können es ja merken, dass hier welche sind, dann können wir die später einsetzen. Okay, ja, da hat's genug. Können wir ein paar umbringen. Genau, ein bisschen Wolle brauchen wir. Genau. Und ein bisschen Holz können wir auch schon mitnehmen hier aus dem Wald. Ah, wir haben ja Pexels. Genau. Genau, irgendwas fehlt bei mir noch. Genau, die Musik. Ein Timbermod hat's keinen. Ja, leider nicht. Volts ist kein Ticket, hat er leid. Aber wir haben ja eine coole Pexel bekommen. Ja, das Problem ist, dass die Pexel sich relativ schnell aufträgt, also. Okay. Der Spawn ist tatsächlich nicht bei 0-0 gewesen, oder? Kann ich so jetzt nicht sagen, weil es ist ja... Ich geh mal zurück und setz einen Wegpunkt. Okay. Weil das... wir haben ja eine Weltenbegrenzung-Ding, dass wir uns nicht zu weit auseinanderlaufen. Zu weit auseinander als was? Radius ist 800 Blöcke, das wären also ein Durchmesser von Ecke zu Ecke, also Durchmesser von 1600 Blöcken. Okay. Aber 1000 Blöcke müssen wir mindestens von denen entfernt sein eigentlich. Wegen dem Höllenportal. Okay. Weil sonst haben wir das Pech, also entweder haben sie das Pech, dass wir dann zu ihnen rein können. Oder sie bei uns. Und dann ist eigentlich klar, welches Team das gewonnen hat, oder? Ja, klar. So, ich komme mal wieder zurück in das Waldstück. Hier in dem Waldstück ist ein kleiner See. Wo seid ihr? Ja, ich glaube, ich sehe den kleinen See. Ja, ich habe auch einen von euch gesehen, glaube ich. Ich laufe mal auf dem kleinen... Ja, ich sehe dich. Ah, ja, alles klar. So, da sind wir wieder. Weiter nach Süden, ja? Mhm. Also, ich habe mal einen Waypoint gesetzt. Können wir dann gleich mal auslesen, welcher das ist. Irgendwie kratzt du gerade, Martin. Ja, ja. Irgendwie kratzt gerade dein Mikrofon. Meins?
Ja, Achtung, Creeper! Hab's gesehen. Da hat er die, den Hund umgebracht. Ja, ich nehme noch ein bisschen verschiedenes Holz mit zum Bauen. Gibt's eigentlich später eine Möglichkeit, die anderen irgendwie mit Radar zu orten oder so? Ich glaube es... ein Radar gibt's? Ein Radar gibt's, das weiß ich, aber das ist glaube ich nur tatsächlich ein Abwehrradar für Interkontinentalraketen. Ja, aber das Ding will ich, weil da kannst du auch Abwehrraketen dran koppeln. Wollen wir, nehmen wir die Rohstoffe gleich mit? Da ist ein Loch. Ja, Rohstoffe gleich mitnehmen, würde ich sagen. Ja, ja, klar, logisch. Leuchtet ein. Ich kümmere mich mal kurz um die Spinne, dann nehmt ihr die Rohstoffe mit. Ja, machen wir. Spinni. Na, ich bin schon in der Höhle unten. Okay. Könnten wir uns ein bisschen aufrüsten mit Erze? Oh oh. Was denn? Ich sehe nur den Shader ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl. Ja, da geht's. Ja, da geht's ein bisschen weiter runter. Da hat's einen schönen. Ja. Ja. Gut, ich nehme mal Kohle und so, was ich hier so finde, nehme ich mal auf. Jo, mach ich auch so. Weiter, ja? Ja, ich markiere mir die Höhle sicher einfach mal. Oh, das ist gut. Waypoints at da. So, die ist aktiviert. Was haben wir denn alles so? Platinum habe ich schon. Geil, das ging schnell. Ich hab das Zeug noch nicht gesehen, wie sieht das aus? Ist das so? Warte, ich wirf die gleich eins hin. Oh. Da. Okay, cool. So blau, bläulich. Ja. Also ich sollte möglichst nicht drauf gehen, weil ich sowohl die Blast Furnace Bricks als auch die Coke auf den Bricks. Ja, ich habe auch 32 von denen. Ich gebe mal Mathe ist noch noch nicht Hälfte. Genau, das ist gut. Da, hinter dir. Ja. Dann. So, dann gehen wir mal raus, ja. Dann haben wir sicher. Wenn auch jemand drauf geht, dann haben wir sicher ein paar noch. Ich glaube. Ärgerlich, wenn einer von uns in Lava hüpft. Skelett oben. Ja, ich buddel mich unten durch. Ja. Und hol's dann. Ah Mann, ja. Ich hab schon Hunger, aber wenigstens haben wir Brot. Jede Menge. Das sollte eigentlich reichen, bis wir uns selbst versorgen. Jetzt hältst du das Skelett mal ein bisschen auf, dass der weiter auf dich feuert. Ja, alles klar. Aber nicht treffen lassen, wenn's geht. Bin gleich hinter dem. Ah! Was habe ich denn da gefunden? Ah, Kopper. Kann man die Pfeile nicht mehr einsammeln? Doch. Wie denn? Kannst du die nicht mehr ein... Toll! Dann gehe ich da weiter. Ey, wie viel Gravel kommt da noch runtergeflogen? Meine Pixel ist gleich kaputt. Okay, ich hab Skelett. Das war ja eine schlaue Idee. Jetzt steht's wenigstens in der Sonne. Ja gut, dann kommen wir auch mal raus, Mathis, hier. Ja, könnt rauskommen. Haben wir
ist tot. Entschuldigung. Mach nix. Ah, da haben wir noch. Wenn mich nicht. Da hat's noch Platinum, so wie es aussieht. Ich hab noch zwei Skelette. Ah ne, das war Tin. Egal. Ah ja, da seid ihr. Ich glaube, wir müssen uns langsam aber bis kleinen Unterschlupf bauen. Ich glaube, es wird Nacht. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da. Ich brauch mal gerade Deckung, ich muss was essen. Ich habe nur noch einen Lebenspunkt. Ja, ich kümmere mich ein bisschen um die Skelette. Ich zähle mir mal kurz einen Hund, wenn das klappt. Ja, es wird Nacht, wir müssen es eingraben. Ja, ich hab gleich mit einem Knochen gleich einen Hund bekommen. Cool, so, wie graben wir uns ein? Wo graben wir uns ein? Am besten hier gerade. Okay. Grab einfach mal ein paar nach unten hier. Ah, warte, ich hol mal kurz meine Töle hier raus. Das ist nicht so schlau, dass du meine Töle schlägst. Aus mit dir, so, komm. Bleib sitzen, du doofes Ding. Ja, mach es kaputt. Hunde bringen eh nix. Kommt hier rein. Alter. Und da sind wir. Ich weiß nicht, ob die anderen vorhaben zu schlafen. Ich würde einfach mal sagen nein, weil dann können wir nämlich jetzt ein bisschen graben von hier aus. Ja. Wo wir schon mal hier sind. In eine Richtung, Mathis. Ich hätte noch Iron, dann können wir das Iron nachher braten, dass wir wieder Werkzeuge bekommen. Ich mach mal eben eine Holzkiste, dann können wir nämlich die wertvollen Sachen eben hier oben lassen, wenn einer drauf geht. Vor allem den Coke Oven und die Blast Furnace. So, hier ist schon mal eine Workbench. Ich baue schon mal einen normalen Ofen. So, und ein Chest. Hier. Hier wäre der normale Ofen. Und alle anderen einzigartigen Dinge. Oh, es hat einen Bogen gedroppt, das Skelett. So. Aber alles, was wirklich nützlich ist, ist jetzt in den Kisten. In der Kiste. Ne, dort nehme ich mit. Gravel nehme ich auch mit für die Höhle. Holz lasse ich da. Okay, let's go. Jo. Mal schauen, ob wir ein paar wertvolle Dinge finden. Diamanten wären cool. Kohle ist auch perfekt. Ganz recht. Ich denke, wir gehen später dann auf reines Strip Mining, oder? Macht Sinn. Was für ein Street Mining, gerade Tunnel bohren oder was? Ja. Da kriegst du am schnellsten eigentlich die Rohstoffe. Aber mit der wenigsten Gefahr, dass du drauf gehst. Wenn du auf Lava oder irgendein anderes unüberwindliches Hindernis stößt, dann gut, in der Höhle lauern Monster, beim Strip Mining kommt dann eigentlich fast keine Monster.
Meine Pexel ist übrigens gleich am Ende, ne? Wie sieht das bei euch aus? Ja, meine auch. So, dann will ich mal sehen, dass ich mit der Pexel jetzt gerade noch die Rohstoffe hole, an die ich jetzt rankomme und mir dann so eine Steinaxt mache. Ja, da bin ich jetzt schon auf dem Weg. Ah, vielleicht mal ein bisschen Holz zu. Oakwood, da. Da hast du das, hinter dir liegt ein Stein. Aber da liegt ein Stein sicher. Warte, da habe ich eine zu wenig gebaut. So. Dann baue ich mir gleich noch eine neue. Da steckt Martin. Warte. Ja. Dankeschön. So, dann haben wir das Eisen schmelzen wir gleich ein, ja? Eisen würde ich ja, würde ich auch sagen, gleich einschmelzen. Hast du gerade Kohle im Inventar? Dann befeuer mal den Ofen. Na, doch, habe ich. Warte. Drei. Sollten eigentlich reichen für das. Na egal, kommt alles rein. Sobald es draußen wieder hell wird, gehen wir aber rauf und weiter, ne? Ja. Denkt daran, die Fackeln mitzunehmen, wenn ihr das letzte Mal raufkommt. Kupfer kann ich mit, ja, Kupfer kann ich wenigstens noch mit Stein abbauen. Aber das Schwierigste zu finden wird wahrscheinlich das Uranium sein. Ich glaube, da musst du einfach nur entsprechend tief buddeln. Eigentlich will ich den eine Atomrakete reinjagen. Ah ne, warte. Fabi hatte ja vorhin den Bunker zu bauen. Das habe ich mal noch gehört, irgendwann. Dann nützt ein Atom. Dann nützt eine Atomrakete nicht viel. Ich habe ein Tutorial gesehen. Ich habe in letzter Zeit einige Tutorials von Tactical Lion geguckt. Die haben mir ganz gut gefallen und ich habe da eins gesehen mit wo er Camo Blocks gezeigt hat. Die sind von unten quasi wie Grass Blocks. Die aber bezüglich Materie transparent sind. Also du kannst da durchlaufen, fallen, wie auch immer, und Raketen können da durchfliegen. Und die sehen von oben aus wie Wiese oder was du willst, wie die nächsten umgebenden Blocks. Das ist ja cool. Finde ich auch. Sehr praktisch. Können wir unsere Raketen im Boden verstecken, meinst du? Genau.
Der schlug dann vor, dass man am allerbesten ein Raketensilo unter dem Meeresspiegel tief unter Wasser baut, auf dem Meeresgrund. Ja. Und den Meeresgrund zu Thermoblocks macht, weil die nämlich Wasser abhalten. Nice. Das ist cool. Weil es keine Möglichkeit mehr für den Gegner gibt, herauszufinden, wo die Rakete herkam. Nur ungefähr. Die sind nicht in der Höhle gegangen. Offensichtlich. Aber das einzige Ding, das mir in... gleich Kommentar abgeben. Das einzige Ding, was mir in Volts nicht so ganz in den Kopf will, ist der Teilchenbeschleuniger. Ich habe keinen Plan, wie ich den zum Laufen krieg. Ich glaube, du brauchst diesen Teilchenbeschleuniger Construction Block quasi. Okay, ja. Und dann baut sich um den Block herum automatisch ein Teilchenbeschleuniger auf. Und anschließend will er nur jede Menge Energie. Aus einem am besten einem Fusionsreaktor. Wenn du das hast, hast du einen Teilchenbeschleuniger. Der braucht man, glaube ich, wegen der speziellen Rakete, wenn ich mich täusche. Keine Ahnung, wofür man den braucht. Antimaterie. Genau, da musst du dann, kriegst du dann ein paar Gramm Antimaterie, wenn du dann einen Dreckblock da reinschmeißt. Kommt ein paar Gramm Antimaterie raus, das ist natürlich höchst sinnvoll. Wird's langsam wieder Tag? Ja. Ich habe hier aber gerade dieses blaue Zeug gefunden, Platinum, glaube ich. Ja, alles gut, das brauchen wir später. Ja. Ich hole mir jetzt gerade noch die Kohle, die ich hier sehe, dann können wir raufgehen. Was sind das? Okay. Silber! Dann lassen wir das nutzlose Zeug zurück hier einfach. Ah! Ich finde es schade, dass es hier, glaube ich, die Ruby-Dinger und so nicht gibt. Die Saphire. Einen Moment, ich bin auf ein ziemlich großes Rohstofflager. Death Point wollte ich mir eigentlich mal noch anzeigen lassen auf der Minimap. Was anzeigen lassen? Den Death Point, wenn man sterben würde. Das stimmt wohl. Iron haben wir schon mal. Soll ich da Spitzhacken draus machen? Ja. Reicht gleich für 3 Stück. Oder nicht, eins fehlt. Jetzt habe ich mich aber gröber verzählt. Ich habe ja noch im Inventar. Jo, ich bin noch ein bisschen Iron am Braten. Habt ihr eure Fackeln mit hochgebracht? Iron Tube. Keine Ahnung, was das ist. Einmal eine Spitzhacke für den, der es jetzt aufsammelt. Danke. Wer hat es jetzt bekommen? Martin. Gut. Dann hat da Mathis noch eine. Oder Martin hat's jetzt. Ja, jo. Ich hab die jetzt. Ich geb sie dir oben. Jo. Das hat hier unten in der engen Höhle kaum Sinn. Die Kohle nehmen wir da mit. Nehmen die Kohle, genau. Ofen nehmen wir auch mit. Dann nehme ich mir wieder ein Bett. Bitte. Blast Furnace teilen wir ein bisschen auf. Coked Ofen. Die
Kiste können wir im Grunde mit den wertlosen Dingen einfach hier stehen lassen. Ja, Pilze müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Knochen würde ich sonst mitnehmen wegen Bone Meal, das wäre einfach ein bisschen... Wie wichtig ist es auch nicht. Faden brauche ich nicht. Kupfer nehmen wir noch mit. Platinum wichtig, Silberrohr. Bisschen was Holz, noch mehr. Dirt kann ich hier lassen. Die kann man mitnehmen, das macht Sinn. Was? Baumsamen. Ja. Ich nehme Tree Saplings, Oak Saplings, irgendwie sowas. Ich nehme die Pilze noch mit. String kann immer hilfreich sein. Brauchen wir nicht. Ne. Brauchen wir auch nicht. Ich pack mir mal den Gravel noch mit. Keine Ahnung für was, wenn wir Flint brauchen. Ja gut, geh mal raus. Ja. Pick mal ein. Jo. Dorn. So, dann kriegst du hier eine Axt. Ah, genau, danke. So. Und ich glaube, es war in diese Richtung, oder? Falsche Richtung. Süden. Nach hier. Okay. Einfach mal ein Loch im Boden gewesen. 300 Meter entfernt jetzt ungefähr. Also ich bin nicht ganz bis zum Spawn und zurückgelaufen. Aber ich denke, die Entfernungsangabe passt dann ungefähr. Daran können wir uns richten. Ja. Kühe. Gleich töten am Anfang ein bisschen. Ja. Okay, da ist ein Eisbiotop. Da habe ich eigentlich keine Lust unbedingt reinzugehen. Aber die Höhle sieht gut aus. Ja, man kann auf der Grasseite davon bleiben. Ja, warte, ich hol mir noch das Plutonium da raus. Oh, noch mehr, wie viel war denn das? Das sind noch eins. Hast du die Fackeln gesetzt da drin? Ja. Ich habe gerade eine Plutonium-Ader gefunden. Ja, das nehmen wir mit. Das habe ich auch mitgenommen. Hä? Ne, das ist keins mehr. Kohle können wir immer gebrauchen noch. Oh, ich habe hier auch welches gefunden. Also Platinum. Nimm mit. So. Was seid ihr weiter lang gerannt? Ich bin noch in der Höhle. Wir sind alle noch hier. Ah, okay. Mathis, komm raus, wir sind alle draußen. Ja. Ah, die Fackeln noch mitnehmen. Ja, genau. Bin ich gerade auf. Haben wir, glaube ich, in der ersten Höhle vergessen, ne? Ich hab meine. In den... Von der Nacht, die haben wir mitgenommen, aber von vorher die. Ja gut, das ist aber nicht weiter schlimm, das hilft dir ja nicht unbedingt, wo wir sind. Ja. Ich meine, wenn sie die Kiste finden, wissen sie auch, wo wir sind. Also. Ja, die können sich ja auch denken, dass wir nach Süden gelaufen sind. Aber das sieht komisch aus mit dem Shader. Mit dem Eis, ne? Ja. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Laufen wir dann einfach an der Wiesenkante entlang hier. Ja. Oh, hier ist noch eine Baumsorte. Gummi oder was? Nein. Nein, ich habe keine Packs, schon lange keine Packs mehr.
Ja, T-Boat hat sich echt extrem schnell abgebaut eigentlich. Yep. Wenn man Platten im Inventar hat, mehrere Werkzeuge auf jeden Fall sinniger.